meine Lieben, in diesem Video geht es ums Thema, was ist denn nun die beste Ernährungsweise, um nicht nur effektiv abzunehmen, sondern auch gesund abzunehmen, um gesund dünn zu bleiben oder schlank zu bleiben oder im Wunschgewicht zu bleiben. Ich weiß, ich sage ja da immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass man sich ausgewogen ernährt, aber ist es damit getan? Reicht das? Und was heißt das genau? Man sieht ja überall immer wieder die Vorgabe, if it fits your macros und dann ist alles perfekt. Also indirekt gesagt, man könnte auch sich den ganzen Tag von McDonald's ernähren, noch so ein paar Tabletten einschmeißen mit irgendwelchen Vitaminen und dann wäre man doch eigentlich in seinem Gehalt drin, solange es in die Makronährstoffverteilung passt und man würde effektiv abnehmen. Stimmt das denn wirklich? Ich bin ja kein Verfechter von der Theorie if it fits your macros alleine. Ich finde, in gewisser Weise stimmt das natürlich. Es muss in die Makronährstoffverteilung passen, aber natürlich auch in die Mikronährstoffverteilung. Darüber hinaus muss es aber noch weit mehr tun, damit es wirklich effektiv, gesund, ausgewogen ist und ihr auch wirklich dünn bleibt und nicht nur zum Wunschgewicht geführt werdet und dann quasi wie so ein Fisch im Wasser schwimmen müsst, ohne zu wissen, was ihr überhaupt dabei tun sollt. Es hat mittlerweile 2 Studien eigentlich zum ziemlich selben Thema gegeben, aus dem Jahr 2010 und 2012. Ich werde beide unten verlinken. Es sind beide Studien aus dem englischsprachigen Raum, also wundert euch nicht, wenn ihr sie nachlesen wollt. Sie sind leider auf Englisch, aber ich werde euch hier im Video jetzt mal erklären, um was es in so grob ging. Ich werde natürlich nicht alles breit wissenschaftlich austreten. Ich denke, uns interessiert vor allem das Thema, was ist dabei rausgekommen und was wurde so im Groben untersucht? Also untersucht wurde wirklich die perfekte Ernährungsweise auch besonders fürs Abnehmen, fürs effektive Abnehmen, aber auch fürs Dünnbleiben. Weil amerikanische Studien haben nachgewiesen, dass wenn man Probanden nimmt, die sehr übergewichtig sind und die 10% ihres Körpergewichts verlieren, nur einer von 6 ein Jahr lang und darüber hinaus sein Gewicht halten kann. Ich finde das eine wirklich, wirklich traurige Sache. Und das zeigt so ein bisschen die Mentalität, die viele Menschen fahren. Es muss schnell gehen, es muss sofort gehen. Und natürlich, dann verliert man, sagen wir mal, von 100 Kilogramm auf 90 runter, freut sich seines Lebens. Aber nur einer von 6 hält diese 90 Kilo oder sogar darüber hinaus noch mehr abzunehmen. Und das ist doch wirklich super schade und auch überhaupt nicht gesund. In den Studien ging es auf jeden Fall darum, dass die Menschen unterschiedliche Ernährungsweisen verfolgt haben. Das waren jetzt nicht nur ganz typische Low-Carb, High-Carb Ernährungsweisen. In einer Studie wurde es sogar ein bisschen breiter gefächert, aber im Groben ging es darum, dass eine Gruppe hat mehr, eher High-Carb gegessen, also ein bisschen mehr kohlenhydratreich, aber in welcher Weise sie Kohlenhydrate gegessen haben, das lag allein bei ihnen. Also sie durften sowohl Weißbrot, sie durften Kartoffeln essen, sie durften Vollkornmehl essen, aber sie durften auch eine Pizza essen, wenn es reingepasst hat. Dann eine weitere Gruppe hat mehr so diese Atkins-Diät verfolgt, für diejenigen von euch, die nicht wissen, was das ist eigentlich eine Art von Low-Carb-Diät, also es wird sehr, sehr viel Eiweiß gegessen, auch viel Fett, aber dafür wirklich sehr, sehr wenig Kohlenhydrate, also ich glaube, es waren nur 10% Kohlenhydrate, also eine richtig typische, krasse sogar Low-Carb-Diät. Und die dritte Gruppe war auch eher angelehnt ans High-Carb-System, also nicht so stark wie die erste Gruppe, also sie durften mehr Kohlenhydrate essen, aber eher im ausgewogenen Bereich, also auch Fette und Eiweiße waren stärker vertreten als in der ersten Gruppe. Darüber hinaus hatte die dritte Gruppe aber noch einen wichtigen Hinweis, den sie verfolgen mussten. Und das war, dass Kohlenhydrate bei denen nicht gleich Kohlenhydrate sind, also nicht if it fits your macros ist alles okay, sondern sie sollten auf Kohlenhydrate achten, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Was ist nun ein glykämischer Index? Manche von euch werden das vielleicht schon wissen, manche werden jetzt denken, oh mein Gott, ich bin im Biounterricht. Nein, ich werde euch das jetzt möglichst einfach erklären. Ein glykämischer Index sagt lediglich, ob ein Lebensmittel unseren Blutzuckerspiegel besonders schnell und hoch ansteigen lässt oder nicht. Um den glykämischen Index zu ermitteln, wird einfach das Verhältnis zu Traubenzucker genommen. Das heißt, wie schnell steigt Traubenzucker bei Einnahme den Blutzuckerspiegel an? Und im Vergleich eventuell eine Kartoffel, wie schnell steigt der Blutzuckerspiegel da an? Letztendlich ziehen wir daraus die Info, dass ein Lebensmittel, was einen niedrigen glykämischen Index hat, den Blutzuckerspiegel auch sehr wenig und langsam ansteigen lässt. Bei der einen Studie gab es dann noch weitere Ernährungsweisen, die verfolgt wurden, aber ich finde, das sind so die 3 Hauptgruppen, die wir jetzt beleuchten sollten. Diese 3 Gruppen hatten sich eine ganze Weile nun so ernährt, mussten natürlich nebenher sich auch bewegen, aber es ging hauptsächlich um die Ernährung. Und was kam nun dabei raus? Manche von euch werden sich jetzt vielleicht schon was gedacht haben. Es kam auf jeden Fall so raus, dass die, die die Atkins-Diät gefahren hatten, also sich Low Carb und wirklich fast gar nicht Carb ernährt haben, die hatten am meisten abgenommen. Am meisten abgenommen hatten die Personen, die die Atkins-Diät verfolgt hatten, also die sehr stark Low-Carb gegessen haben, sehr viel Fett
und sehr viel Eiweiß, das heißt auch wahrscheinlich sehr Fleisch-High-Carber, die aber alles Mögliche essen durften. Natürlich, alle drei hatten ein Kaloriendefizit vorgeschrieben, aber in einer anderen Ausführung. Jetzt werdet ihr bestimmt denken, Anne, du sagst doch immer, Low Carb ist total scheiße, man darf nicht Low Carb essen, das ist jetzt aber irgendwie das Effektivste, jetzt fahre ich einfach Low Carb und damit es dann alles super wird. Nein, aber die Studie ist da noch nicht zu Ende, weil wir wollen ja nicht nur wissen, hey, wie geht's am schnellsten? Wenn ich sagen würde, hey, wie geht's am schnellsten, sage ich einfach, hört auf zu essen. Aber das ist sicherlich nicht der Weg, den man überhaupt fahren sollte. Und so war diese Studie auch noch nicht zu Ende. Die Wissenschaftler haben am Ende trotzdem das Ergebnis so gesagt, wie man es letztendlich sagen muss. Man muss es nicht nur sehen als, wer hat am meisten abgenommen, sondern wer hat effektiv am meisten abgenommen, bei wem wird es sich halten und wer bleibt weiterhin gesund. Und da war die Atkins-Diät oder diese Art von Ernährungsweise mit sehr, sehr viel Eiweiß, sehr, sehr viel Fett und wenig Kohlenhydrate einfach nicht der richtige Weg. Und das haben die Wissenschaftler auch so gesehen, die diese Studie gemacht haben. Es ist einfach ungesund. Und die Probanden, die das die lange Zeit gemacht haben, hatten zwar effektiv ein bisschen mehr abgenommen als der Zweitplatzierte, aber sie hatten auch eine sehr, sehr stark erhöhte Gefahr, an Diabetes zu erkranken und das Herz-Kreislauf-System sehr, sehr stark zu belasten und zu schwächen. Deswegen war es dann letztendlich so, dass der Zweitplatzierte auf den ersten Platz gerutscht ist, weil die ausgewogene, etwas higher-carb-Diät mit Achtung auf den glykämischen Index, die gesündeste, die effektivste Variante ist abzunehmen, weil wir wollen ja nicht nur abnehmen, sondern wir wollen ja auch wissen, dass wir noch gesund weiterleben werden und nicht irgendwann in Diabetes enden, weil wer möchte schon ungesund dünn sein? Ich finde dieses Ergebnis wirklich toll und ich kann es auch voll und ganz nachvollziehen, wieso es rausgekommen ist, weil es einfach letztendlich nicht ganz so ist, Kalorie ist gleich Kalorie. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, ich werde es unten nochmal verlinken. If it fits your macros, passt nur in einer gewissen Weise, aber wenn man wirklich gesund, effektiv und auf lange Zeit abnehmen möchte und auch dabei bleibt, ausgewogen zu essen und die Ernährung umzustellen, dann muss man auch sehen, was esse ich überhaupt? Esse ich gesunde Kohlenhydrate, esse ich komplexe Kohlenhydrate, die meinem Körper auch etwas bringen, die genug Energie liefern, aber diese ganze glykämischen Index nicht so weit nach hoch schießen lassen, dann ist es nicht nur gesund, sondern es belastet unseren ganzen Körper um einiges weniger. Eine Sache, die ich ein bisschen anpassen würde, ich würde nicht nur auf den glykämischen Index gucken, sondern eher auf die glykämische Last. Was ist die glykämische Last und warum wirft sie jetzt mit ganz vielen wissenschaftlichen Wörtern um sich? Das ist eigentlich auch nicht schwer zu unterscheiden. Es lagert sich ein bisschen an den glykämischen Index an, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen die verbesserte Formel. Beim glykämischen Index werden die verschiedenen Lebensmittel aufgelistet, aufgereiht und dann aus jedem dieser Lebensmittel wird 50 Gramm reines Kohlenhydrat entzogen. Und dabei wird gesehen, wie stark steigt dabei der Blutzuckerspiegel an. Ist aber nicht ganz gerecht, finde ich, für jedes Lebensmittel, weil wenn man jetzt eine Karotte nimmt, dann müsste man, ich glaube, über 700 Gramm Karotte essen, um 50 Gramm Kohlenhydrat rauszubekommen. Und das ist ja auch nicht wirklich verhältnismäßig. Und das macht eben die glykämische Last etwas besser. Die sieht wirklich das ganze Lebensmittel als eins und entzieht nicht nur den Kohlenhydratanteil, sondern sieht, eine Karotte hat natürlich sehr viel Wasser, hat auch sehr viele andere Nährstoffe drin und wir essen auch nicht 700 Gramm, um 50 Gramm Kohlenhydrat rauszuziehen. Und deswegen sagt die glykämische Last noch besser, welches Lebensmittel besonders gut für unseren Blutzuckerspiegel ist, für unser Leben, für unseren Körper. Ganz niedrige Werte hat zum Beispiel natürlich die Karotte und viele andere Gemüsesorten, aber auch zum Beispiel die Kartoffel. Eins meiner Lieblingskohlenhydrate, die ich immer wieder nach oben hype, weil ich finde, wir essen viel zu wenig Kartoffel. Ich werde mal schauen, ob ich noch eine Liste finde von glykämischen Lastindex quasi für verschiedene Lebensmittel, damit ihr euch das mal anschauen könnt und auch sehen könnt, was esst ihr, was jetzt zum Beispiel einen sehr hohen glykämische Last, glykämischen Index hat. Das ist nun leider Jasminreis, obwohl ich auch ein großer Verfechter bin von Jasminreis. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, welches Lebensmittel ihr besonders lecker findet und welche Kohlenhydratquellen ihr gerne esst. Und deswegen komme ich auch immer wieder zum Thema, ja, wie soll ich mich dann ernähren? Also ich könnte ja nach so einem Ernährungsplan essen und so. Und Bodyshaperinnen fragen mich das immer wieder, genauso andere Menschen und meine Abonnentinnen und wie sollen sie sich am besten ernähren. Und genauso habe ich das Bodyshape-Programm aufgebaut. Es ist etwas stärker kohlenhydratlastig, aber in den Rezepten achten wir darauf, dass wir wirklich Nahrungsmittel nehmen, die natürlich sind. Bei uns geht es nicht so, ja, du kannst ja quasi Pizza essen, musst aber nur die Hälfte essen, weil es sonst nicht in deinen Makros reinpasst, sondern wir achten darauf, dass es Sachen sind, die man im Lebensmittelgeschäft findet. Und je natürlicher ihr die Sachen verarbeitet,
wenn ihr wirklich ins Lebensmittelgeschäft geht und sagt, okay, die Gemüseabteilung ist voll mit Sachen, die aus der Erde sprießen, dann könnt ihr das alles genauso verarbeiten. Wohingegen ich die Tiefkühltruhe eher meiden würde, außer wenn es um Gemüse und so geht. Und das ist immer wieder meine alte Leier. Und ich finde, es ist zwar nicht so, dass man dadurch besonders super schnell abnimmt, von heute auf morgen am besten, wie das oft bei anderen Low-Carb-Programmen oder auch gehypten Diäten ist, aber man bleibt dabei. Man fühlt sich fit, man ist gesund, man ist fröhlich, man geht durchs Leben und sagt, hey, ich kann trotzdem vieles essen, wahrscheinlich fast alles, was der Boden und die liebe Mutter Natur uns so gibt. Und ich habe trotzdem noch Spaß an meinem Leben. Ich muss nicht verzichten, um am Ende irgendwas zu erreichen, was ich eh nicht halten kann. Keiner von uns kann eine Diät ein ganzes Leben lang fahren. Es geht immer darum, sein Leben umzustellen. Und das Leben könnt ihr nicht umstellen, wenn ihr immer gerne Kohlenhydrate gegessen habt. Und zwar alle Art Kohlenhydrate. Könnt ihr nicht von heute auf morgen sagen, so, vorbei. Ich schmeiß die Kohlenhydrate jetzt weg und ich werde nie wieder Kohlenhydrate essen. Es geht auch darum, auch Zeiten zu überbrücken, wo man nicht trainieren kann. Wo man krank ist, wo man eventuell trauert, wo man eine Lebensumstellung hat. Da möchte man nicht gleich wieder zunehmen. Und das ist eben das Problem von vielen krassen und anderen artigen Diäten. Man darf niemals aufhören, den Sport zu betreiben, weil sonst der Körper damit nicht fertig wird. Und ich sehe es immer wieder bei so vielen Bodyshaperinnen. Und ihr könnt jede fragen, die schon mal krank war, weil es durchaus oft passiert, dass man mal krank für eine längere Zeit, vielleicht ein paar Wochen ist. Keine von denen hat zugenommen. Und woran liegt das? Weil es eine ausgewogene, gesunde Ernährungsweise ist, die wir verfolgen. Und das müsst ihr eben auch in eurem Leben so integrieren. Ihr müsst gesund, ausgewogen, glykämische Last immer ein bisschen beachten. Also letztendlich müsst ihr da auf keine Zahlen achten. Alles, was die Erde uns so gibt in ihrer natürlichen Form, das ist immer super. Da muss man auch auf keine Zahlen gucken und auf irgendwelche Tabellen. Damit fahrt ihr immer, immer richtig. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!